Sie haben Stefan Wolle entlassen. Stefan Wolle lässt Informationen an Journalisten heraus. Können Sie kurz die Situation schildern? Nein, es war nicht nur Stefan Wolle, sondern er hatte noch zwei Kollegen. Und die Situation war folgende. Heute und nach dem Stasi-Unterlagengesetz des Bundestages dürfen Journalisten und Forscher Zugang zu Akten der Stasi haben, wenn es nicht um Betroffene, also Opfer geht. Das heißt, Helfer der Stasi, inoffizielle Mitarbeiter und Stasi-Offiziere können von ihnen als Forscher herausverlangt werden. Und dieses Gesetz gab es noch nicht, sondern es gab eine Übergangsbestimmung, eine Benutzerordnung, die die Recherche für Journalisten und für Wissenschaftler noch nicht erlaubte. Das war in Arbeit, aber es war noch nicht da. Und diese drei aus Ostdeutschland stammenden Forscher waren eben jetzt mit Vorbereitungs- und Archivaufgaben beschäftigt. Auch Forschungsarbeit gab es noch nicht als Behördenaufgabe. Und haben dann die Ergebnisse der Recherchen zu Lothar de Maizière herausgegeben, weil es ja unsere Absicht war. Wir wollten ja Öffentlichkeit und das haben sie mir auch erklärt. Ich konnte die Leute auch gut verstehen. Aber ich habe ihnen dann zu bedenken gegeben, dass sie einen Arbeitsvertrag mit Loyalitätspflichten haben. Und wenn sie also für Öffentlichkeit streiten wollen, sollen sie das publizistisch tun. Aber als Angestellte mit Loyalitätspflichten haben sie nicht das Recht, rechtliche Normen zu brechen. So mussten sie raus. Es war völlig klar. Ich musste in der Öffentlichkeit zeigen, dass diese Behörde rechtsstaatlichen Normen entspricht und nicht der Moral der Besseren. Es ist unglaublich wichtig, dass wir verlässliche Instanzen haben, gerade in Zeiten des Umbruchs. Also Stefan Wolle und Armin Mitter haben das später auch verstanden. Ja, das war so ein klassischer Konflikt. Und sie haben dann die Konsequenzen getragen. Sie hat nun die Informationen rausgebracht. Zu de Maizière gibt es eine IM-Akte und das wusste im Übrigen die Regierung schon. Und ich habe dann eben den Nachweis erbracht eines rechtsstaatlichen Handelns und sie mussten das schlucken. Ich hätte später sie gerne wiedergenommen in die Abteilung Bildung und Forschung, denn es kam das Gesetz, wie ich es Ihnen vorher gesagt hatte. Und es kam auch das Recht dann für Medien und Forscher, über so betroffene Personen dann zu schreiben und zu recherchieren.